Hallo, heute gibt es mal wieder einen Munitionstest. Diese Munition ist für Revolver und verhältnismäßig teuer. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob die Munition ihr Geld wert ist. Das werde ich aber gleich ausprobieren. Tja, ging gerade. Ah, kaputt. Pistole kaputt. So, nachdem ich 2 Schuss mit dieser Spezialmunition verschossen hatte und die Waffe klemmte, sieht die Waffe so aus. Das ist ein Teil der Trommel. Mal schauen hier, wie der sonstige Zustand ist. Man sieht das schlecht, die Beleuchtung ist nicht gut. Aber hier innen, da, vielleicht kann man es so erkennen. Das ist ganz schlimm. Dann auch nur von 2 Schuss, muss ich das mal vorstellen. Unglaublich. Tja, und warum die Waffe dann klemmte, weiß ich noch nicht genau. Mal schauen. Es sieht wohl so aus. Ja, das. Jetzt ist die Trommel ganz raus. Das ist aber nicht schlimm. Da kann man die ruhig mal ein bisschen besser zeigen. Moment. So. Eine Patrone raus. So sieht die Trommel also von vorne aus. Da fällt die zweite raus. Mal auf Seite legen. Die noch nicht verschossen worden sind. Sieht die also so aus. Und hier ist dran erkennbar, da stecken die 2 weiteren noch drin, die nicht verschossen sind. Die anderen, daran sieht man aber, dass diese Zündhütchen sehr weit rausstehen. Und da wird wohl das Problem sein, dass sich die Trommel nicht mehr drehen kann. Gehe ich mal von aus. Ich werde die jetzt versuchen rauszumachen und dann ohne Munition schauen, ob sich die Trommel dreht. Aber ich denke, das sieht man schon, wie hoch die rausstehen. Das ist nicht normal. Okay, dann mache ich das mal. Hier kann man noch mal deutlich die Auswirkungen dieser beiden Schüsse sehen. Nicht auszudenken, wenn ich die ganze Trommel leer geschossen hätte. Das ist ja wirklich extrem. Jetzt habe ich noch 2 Packungen von dieser Munition. Will ich mir nicht mehr benutzen, erst recht nicht in anderen Waffen. Ah, das sieht wirklich sehr übel aus. Ja, okay, das ist dann der Test dieser. Hier liegt die Packung noch. Nicht zu empfehlen, in keinem Fall. Man ruiniert sich damit nur alles. Würde ich wirklich nicht empfehlen. Ich denke, jeder, der die Bilder sieht, wird
gleicher Meinung sein. Mal schauen, vielleicht mache ich noch einen Ausschnitt aus den beiden Schüssen, die ich da aufgenommen habe, als Zeitlupe. Weiß ich aber noch nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Kann sein, dass ich das noch mache und dann dranhänge. Mal schauen. Okay, das war es erstmal dann. Tschüss. Kurzer Nachtrag noch. Nachdem die Trommel leer ist, stellt man fest, dass sie sich einwandfrei dreht. Das bedeutet, dass doch tatsächlich die Trommel geklemmt hat, weil... Moment, ich stehe mal da. Ja, die hält dann nicht, aber sollte eigentlich so. Weil doch tatsächlich diese Zündhütchen, rechts ist das Original noch nicht verschossen, und dann sieht man deutlich die Zündhütchen, wie weit die nach hinten rausgedrückt worden sind durch den Druck, der beim Schießen entsteht. Ja, man sieht es ganz deutlich, die beiden hier. Das war der Grund für das Klemmen der Trommel. Okay.